Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute, wie ihr der Videobeschreibung bestimmt schon entnommen habt, geht es um die Montage eines Niederhalters an meinen Minibagger, eines sogenannten Baggerdaumens. Dieser dient dazu, mit der Schaufel und diesem Niederhalter etwas einklemmen zu können, in meinem Fall die Baumstämme, wenn ich sie mit der Kettensäge schneiden will, damit ich sie anheben kann und quasi in der Luft schneiden kann, um nicht immer Gefahr zu laufen, wenn ich durchschneide, in den Erdboden zu schneiden. Aus diesem Grund habe ich mir den Niederhalter gekauft. Ich habe erst überlegt, ob ich mir die Teile selber schneide, geht ja auch alles selber, aber bei dem Preis, was das Teil gekostet hat, ganz ehrlich, da stelle ich mich nicht hin und schneide die Teile in stundenlanger Kleinstarbeit selbst zu. Ja, weil es ist tatsächlich so, um das genau hinzubekommen, das dauert ewig. Ich zeige es euch mal, wie das Paket angekommen ist. So ist das Paket angekommen. Es ist einmal die Kralle dabei, dann die beiden Anschweißbleche für den Baggerarm, der Hydraulikzylinder. Ach ja, genau, ich habe die hydraulische Variante genommen. Es gibt ja einmal noch die starre Variante, aber mir war es lieber, über den dritten Steuerkreis den Daumen hydraulisch steuern zu können. So wie die drei Bolzen. Hier seht ihr, ein Splint fehlt. Der wurde leider nicht mitgeliefert, aber naja, gut. Kann ich verkraften, hole ich mir dann halt im Baumarkt. Es ist eigentlich kein großer Aufwand, das zu montieren. Wie gesagt, es müssen nur die beiden Montagebleche an den Baggerarm angeschweißt werden. Und das war es eigentlich schon. Das heißt, eine Aufgabe für Freitagnachmittag trifft sich ganz gut. Und ich würde sagen, ich leg los, ihr seid wie immer dabei. Auf geht's! So, der Bagger ist schon vorbereitet. Ich habe schon mal mit Bremsenreiniger ein bisschen entfettet und mir zwei Markierungen gemacht an denen die Oberkante der Bleche sitzen muss. Die Halterung wird quasi so aufgeschweißt, sodass dann hier der Niederhalter drankommt und dann mit dem Hydraulikzylinder hydraulisch gesteuert werden kann. Ich bereite jetzt alles ein bisschen vor, ja, klemme mir das ein bisschen alles zusammen, damit es hält, und dann wird geschweißt. Los geht's! We'll be right back.
So, das hat einigermaßen funktioniert. Die Adapterplatten sind dran. Aber fragt nicht, mit meinem Billigschweißgerät, absoluter Murks. Also, ich warte ja drauf, dass das Schweißgerät, was ich haben möchte, von Stahlwerk, ein Multifunktionsschweißgerät, dass das wieder verfügbar ist, aber seit Monaten nicht lieferbar. Und wie gesagt, ich habe mein Schweißgerät eigentlich satt. Also das ist eigentlich nur noch für den Schrott. Ich brauche einfach was anderes, was Besseres, womit ich ordentlich schweißen kann. Ja, also mit dem es geht. Ich zeige euch gleich mal die Schweißnähte. Ich werde sie erst noch mal ein bisschen säubern. Dann zeige ich sie euch mal. Es wird auch halten, aber ich bin absolut unzufrieden. Ständig geht der Überlastschutz rein und du musst wieder 5 Minuten warten, bis du weiterschweißen kannst. Das ist einfach Murks. Das ist eigentlich, ist das eine Arbeit von, ich sag mal, 20 Minuten zu schweißen, aber ich habe jetzt eine knappe Stunde gebraucht. Ja, das geht einfach so nicht. Ja, wie gesagt, ich reinige die Nähte mal ein bisschen und dann zeige ich es euch mal. Ich denke, für einen Amateur wie mich kann sich das schon sehen lassen und es wird auch seinen Zweck erfüllen. So, bitte kritisiert mich nicht allzu sehr dafür. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Amateur beim Schweißen und dann noch dieses Schweißgerät, was ja, alle 5 Minuten aussteigt, wo der Drahtvorschub nicht richtig funktioniert. Also hat man immer das Gefühl bei dem Schweißgerät, es kommt mal 1 Zentimeter Draht, dann ist wieder mal eine kurze, ich sag mal ein Bruchteil einer Sekunde Ruhe, dann kommt wieder ein Stück, dann ist wieder Ruhe und das ist halt die ganze Zeit. Du kannst keine ordentliche Naht ziehen eigentlich. Wie gesagt, hier habe ich eine Stelle, wo ich mal ein bisschen nachgeschliffen habe, weil es doch ein bisschen hoch geworden war. Aber sonst werde ich sie nicht verschleifen. Also ich lasse sie einfach so, wie sie ist. Da kommt dann Farbe drüber und damit hat sich die Sache. Wie gesagt, ich denke, es wird seinen Zweck erfüllen. Es wird halten, davon gehe ich fest aus. Hat ja beim Spalter auch gehalten. Ja. Wie gesagt, ihr habt die Schweißnähte gesehen. Es geht bestimmt ein bisschen schöner, aber es wird seinen Zweck erfüllen. Ich werde jetzt noch ein bisschen alles reinigen, sauber machen. Dann kommt Grundierung drauf und dann habe ich mir die passende Farbe bestellt. Und dann werde ich es noch lackieren, sodass es auch nicht rostet. Vorher werde ich allerdings noch mal eine kleine Probemontage machen, ob alle Teile passen. Und dann wird grundiert und lackiert. Was mir gerade noch einfällt, was ich noch machen muss, der Zylinder kommt ja andersrum rein. Und da muss ich hier von dieser Buchse oder von dieser Hülse noch ein Stück wegschneiden, rechts und links, damit es hier reinpasst, weil ich musste das ein bisschen anders bauen, als es die Bedienungsanleitung vorgibt. Normalerweise sollten die Platten außen sitzen auf dem Baggerdaumen. Also die beiden Platten sollten eigentlich hier drin sitzen. Das funktioniert aber bei mir nicht, weil mein Arm nicht breit genug ist, mein Baggerarm. Und deshalb musste ich die Platten, die Adapterplatten oder die Anbauplatten nach innen setzen. Und somit muss ich hier von dieser Hülse noch 1 Zentimeter rechts und links abschneiden. Keine große Sache, werde ich auch gleich machen. Dann haben wir es weg und dann geht's weiter. So, jetzt passt das. Sieht gut aus. Ich würde sagen, alles wieder zerlegen und vorbereiten zum Lackieren. Los geht's. So, auf die geschweißten Stellen mache ich als erstes mal ein bisschen Zinkspray drauf. Ein bisschen als Rostschutz noch mit zusätzlich.
Das lasse ich jetzt ein bisschen trocknen, dann kommt auf alles Rostschutz-Haftgrund nochmal drauf und dann die endgültige Farbe. Ja, da bin ich wieder. Es ist der nächste Tag. Ich habe das jetzt über Nacht trocknen lassen. Es ist auch alles trocken. Ich habe den Bagger jetzt allerdings ein Stück in die Garage reingerückt, beziehungsweise zumindest mit dem Arm, weil da komme ich nicht rein. Er ist leider ein Stück zu hoch, weil es ist draußen heute sehr kühl. Und ja, für einen Lachs sollten es ja immer mindestens 5 Grad Oberflächentemperatur sein. Deshalb, draußen sind es ungefähr 1 bis 2 Grad und also ein bisschen frisch. Deshalb werde ich das jetzt alles hier ein bisschen im Inneren machen. Das Garagentor ist zwar offen, aber ich habe mir den aus der Kiste geholt und werde die Oberflächen etwas erwärmen, bevor ich lackiere. Der Lack steht auch im Warmen. Von daher sollte das passen, so dass es dann auch zumindest bis zum nächsten Einsatz hält, weil, sag mal, Kratzer lassen sowieso nicht lange auf sich warten bei so einer Maschine. Naja, ich leg los, ich erwärme das mal ein bisschen und dann bekommt der Kollege ein bisschen Lack. Und falls jetzt jemand sagen sollte, warum klebt der nicht ab? Ja, es ist eine Baumaschine. Der Lack bleibt sowieso nicht lange so, wie er ist. Ja, also Aufwand und Nutzen bringen da nichts. Deshalb wird ein bisschen Pappe hingehalten. Das muss reichen. So, das war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Da das allerdings die ganze Nacht in der Garage lag, werde ich es jetzt nicht mehr vorerwärmen. Das hat noch seine 5 Grad mindestens, also wird so lackiert. So,
Das hat doch ganz gut geklappt. Es ist überall Farbe drauf. Somit ist es ein bisschen vor den Umwelteinflüssen geschützt, weil der Bagger steht ja Jahr und Tag draußen. Und es war ja vorher am ganzen Arm, an der Unterseite sowieso schon kein Lack mehr drauf. Und trotzdem, obwohl das über 5 oder 10 Jahre bestimmt schon so war, war kein Rost dran. Also ich habe das wirklich runtergeschliffen und es war sofort Metall da und nichts an Rost. Von daher denke ich, das passt so. Ich warte jetzt, dass die Schläuche kommen und wenn sie da sind, melde ich mich gleich wieder. Bis gleich. Ja, da ist auch schon alles. Sonntag bestellt, Dienstag da. Das kann sich sehen lassen. 2x Hydraulikschlauch, Länge jeweils 80 cm. 2x Schnellkupplung, ja, verpolungssicher. Deshalb immer einen Stecker und eine Kupplung. Ich würde sagen, ich rede gar nicht lange. Bauen wir es mal zusammen. Machen wir mal einen Test, oder? Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. So, und auf der jetzigen Einstellung habe ich rund 1,7 Meter Greiffläche. Das ist gar nicht schlecht. Ich würde sagen, ich fahre mal hinter zu den Bäumen, zu den Baumstämmen und wir testen mal, ob er sie hebt oder nicht. Es scheint übrigens dicht zu sein, bis jetzt. Schauen wir mal. Geile Sache. Also mit den dünneren hat er scheinbar gar kein Problem. Und so kann ich jetzt nämlich den Stamm hochnehmen und mit der Kettensäge einmal komplett durchschneiden. Super geile Sache. Naja, wenn ich einmal dabei bin, sortiere ich sie auch gleich mal ein bisschen. Er hat den Baum da in den Weg gestellt.
Mann, Mann, Mann. Nach was ganz Großem. Das ist eigentlich somit das Dickste, was ich habe. Aber. Et voilà. Er hebt ihn. Sehr gut. Mache, dann habe ich ja noch mehr Druck. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Super, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall eine riesige Arbeitserleichterung. Ja, alleine die Stämme so greifen zu können, sie auch mal hochzustapeln, was ja vorher überhaupt nicht möglich war. Ich kann quasi jetzt, wenn ich mit den Stämmen komme, ich habe sie ja das letzte Mal abgekippt und das ist ja immer nur so semi-optimal gewesen. Jetzt kann ich mit dem Anhänger ranfahren, nehme sie mit dem Bagger runter und stapel sie gleich so hin, wie sie hin müssen. Optimal, einwandfrei. Also das Geld hat sich echt gelohnt. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Ich würde noch was zu den Kosten sagen. Ja, der Baggerdaumen an sich, also die beiden Halteplatten, der Daumen und der Zylinder, haben im Set 410 Euro gekostet. Ich runde jetzt immer. 410 Euro plus 10 Euro Versand. Ich glaube 420 Euro insgesamt. Wie gesagt, die beiden Anbauplatten, der Greifer oder der Niederhalter mit Hydraulikzylinder und den Bolzen. Das war ein Komplettpaket. Dann die beiden Hydraulikschläuche, die haben mich gekostet mit Versand, ich glaube 20 Euro. Und die beiden Schnellkupplungen haben nochmal 15 Euro gekostet. Das heißt, ich bin insgesamt auf 455 Euro. Circa, plus das natürlich, was Schweißen gekostet hat, also der Draht das Schutzgas. Aber ich sag mal, leg nochmal einen Zehner drauf. Also ich sag mal 470 Euro, alles drum und dran. Ja, und das ist wirklich eine super Sache und das hätte sich auch, ich hatte erst überlegt, ob ich selber baue, das hätte sich nicht gelohnt, die Teile selber zu bauen. Erstmal alle Teile auf einmal oder beide Teile immer hier auf ein Maß zu bekommen, die Löcher bohren, das hätte viele, viele Stunden gedauert. Ja, den Greifer so bauen, wie er ist, dann schweißen, die Bolzen dazu, den Hydraulikzylinder. Also ich würde da kein Potenzial sehen, viel Geld zu sparen, wenn man die Zeit rechnet. Also ich sage mal, da bist du ja locker mit 15 bis 20 Stunden dabei und das Material brauchst du ja auch. Ja, also ich denke mal wirklich, wenn du selber alles geschnitten hättest aus Platte, ich habe den Lack vergessen. Der Lack hat mich nochmal gekostet, 15 Euro, also komme ich auf 490 Euro. Aber wie gesagt, wenn du das alles hättest selber schneiden wollen, nein, es gibt wirklich Sachen, die lohnen sich nicht, sie selber zu bauen. Ja,
da lohnt sich wirklich nur fertig kaufen. So, das kam im Paket, das hat, ich sag mal, die Montage hat 2 Stunden gedauert. Kauft sowas fertig, baut das nicht selbst. Wie gesagt, für mich eine riesengroße Hilfe. Beim nächsten Mal Stämme schneiden werde ich es ja sehen, wie es mit der Kettensäge dann funktioniert. Ihr seid dann wie immer dabei. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt erstmal gefallen. Wenn das so ist, lasst mir gerne ein Like da und abonniert auch gerne meinen Kanal. Dann seht ihr auch in Zukunft weitere interessante Projekte. Bis dahin sage ich wie immer, bleibt fleißig und gesund und ciao.